Zahnfreundliches Kaugummi, Bonbons. Hast du es vielleicht selber schon mal ausprobiert und fragst dich, was hält eigentlich der Zahnarzt von Xylit? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, das scheint ein extrem spannendes Thema zu sein. Damit putzt du deine Zähne. Ist irre, oder? Und ich muss gestehen, nach mittlerweile 20 Jahren Berufserfahrung steige ich jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema ein, weil je tiefer man da sich einbuddelt, desto spannender wird das. Aber jetzt geht so ein bisschen das Kopfkino los, dass man sagt, man spült seinen Mund mit Zuckerähnlichem aus. Ich möchte heute einfach mal mit dir ein bisschen in dieses Thema eintauchen und deswegen habe ich dir das auch mal mitgebracht. Das Xylit ist letztendlich, wenn ich da jetzt mal so in diese Dose gucke, ziemlich zuckerähnlich. Es ist ein bisschen gröber. Und ich würde sagen, es schmeckt genauso süß wie Zucker. Ja? Also von daher ist das ein ganz spannendes Thema und man fragt sich, wenn das so cool ist, warum verbreitet sich das nicht noch mehr im Internet, oder? Und deswegen möchte ich dich einfach auf diese kleine spannende Reise mitnehmen, was ich persönlich, ganz persönlich als Mensch und als Zahnarzt über dieses Thema denke. Schau, dieses Xylit wird hergestellt, hier zum Beispiel aus Birkenzucker, Firma ist völlig egal, findest du im Internet, findest du in Bioläden, gibt es auch aus Maiskolben. Gut, da gibt es wieder manche, die sind ein bisschen skeptisch mit der Gentechnik. Ich sag dir gleich vorab, dieses Video hat nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern das ist einfach mal so ein Überblick, wo wir gerne gemeinsam, wenn du das möchtest, ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen können. Und viele sagen, ja, das ist ja ein Riesenaufwand, das Ganze herzustellen. Aber die Frage ist ja, wofür ist es halt tatsächlich sinnvoll? Ja, es ist auch teurer als normaler Zucker. Aber warte ab, was dieses Xylit alles für dich machen kann. Schau, es ist so, wenn du einsteigst in das Thema und dir das mal besorgst, gibt es Menschen, so habe ich das im Internet rausgehört, die haben schon so ein bisschen Probleme, sich verdauungstechnisch daran so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und wenn du dir mal so Xylit-Bonbons oder Kaugummis auf der Rückseite durchliest, dann steht da auch ganz oft, bei übermäßigem Verzehr kann es zu Verdauungsproblemen und auch Durchfall kommen. Ja, also das sind so Probleme, das ist aber innerhalb von einer Woche hat sich der Körper daran gewöhnt und hat sich eingepegelt. Ich persönlich bin jetzt kein Backfreund. Das hat aber auch nichts mit Xylit zu tun, sondern ich bin jetzt niemand, der in der Küche steht und backt. Es muss so ein bisschen so sein, dass man sich umstellen muss, wie man damit backt. Schreib mal gerne mal unter dieses Video, ob du schon mal mit Xylit gebacken hast, was du da für Erfahrungen gesammelt hast. Aber jetzt mal rein von der Wirkung von Xylit. Ist das extrem spannend. Wir haben also einen Stoff, der schmeckt süß wie Zucker. Aber jetzt kommt das Spannende. Wir haben halt Karieskeime, die ja den normalen herkömmlichen Zucker verstoffwechseln. Und du kennst das, dann hast du schon wieder irgendwo ein Loch, wenn du zu viel Zucker isst oder dir nicht so gut die Zähne putzt. Bei dem Xylit ist das jetzt anders. Xylit hat die Wirkung, letztendlich kariesprotektiv zu sein. Das heißt, es verhindert Karies schon aktiv und verringert auch das Kariesrisiko. Wenn du Xylit täglich über Wochen und Monate verwendest, dann haben Studien ergeben, dass einfach das Kariesrisiko sinkt. Sogar der Zahnbelag wird weniger auf den Zähnen. Zahnstein wird weniger auf den Zähnen. Warum ist das so? Xylit regt die Speichelproduktion an. Das heißt, je mehr Speichel du hast, desto mehr Flüssigkeit kann einfach deine Zähne sauber umspülen. Gleichzeitig ist es so, du kennst das ja aus der Werbung, wenn du gegessen hast, sinkt der pH-Wert in der Mundhöhle. Und Xylit bringt letztendlich die Säuren wieder so ein bisschen zur Neutralisation. Das heißt, der pH-Wert steigt wieder entsprechend. Gleichzeitig ist das so, wir haben ja alle irgendwo eine Mundflora, die letztendlich auch Karieskeime durchaus haben kann. Und diese Karieskeime, dieser Streptococcus mutans, wie der auf schlau heißt, der ist auch ganz scharf auf Xylit. Ja? Und wenn du Xylit jetzt einfach zu dir nimmst, dann wird er den aufnehmen. Aber das Faszinierende ist halt, Xylit kann von diesen Kariesbakterien nicht verstoffwechselt werden. Denen fehlt ein Enzym dafür. Aber sie nehmen immer mehr Xylit auf
Und vielleicht kennst du das noch aus der Schule, dieses Thema mit dem osmotischen Druck. Diese Zellen, Bakterien nehmen immer mehr halt auf und der osmotische Druck steigt und diese Kariesbakterien platzen. Ja? Das ist halt das Faszinierende daran, warum das Ganze einfach jetzt auch gegen Karies wirkt. Interessanterweise ist es zum Beispiel aber so, dass unsere Haustiere, wie Hunde auf jeden Fall, Pferde, ich weiß nicht, zählt man Pferden schon zu Haustieren? Ich glaube ja. Bei Katzen bin ich mir nicht sicher. Die können zum Beispiel Xylit nicht verstoffwechseln, weil sie in der Leber ein Enzym nicht haben, die es dafür nötig macht, das Ganze abzubauen. Das heißt, es ist wichtig, dass dein Hund auch nicht jetzt, wenn du Kuchen gebacken hast, mit Xylit irgendwie den Fußboden aufsammelt. Das ist letztendlich lebensbedrohend für deinen Hund. Das ist eine spannende Geschichte, oder? So, und jetzt kann man sich natürlich sagen, was kann ich denn im Alltag machen, ohne dass ich jetzt mit diesem teuren Alternativzucker backe oder den in der Küche verwenden möchte. Was kann ich dafür in meiner sonstigen Zahnhygiene tun? Und da muss ich sagen, was ich selber sehr, sehr gerne nehme, sind zahnfreundliche Kaugummis. Und die meisten davon haben halt den Stoff Xylit. Da kannst du ja selber mal nachschauen. Oder auch Bonbons. Das ist auch so Pfefferminzersatz letztendlich. Was ich schon mal gemacht habe, da kannst du ja gerne mal bei mir auf diesem Kanal ein bisschen stöbern. Ich verlinke dir das hier oben auch gerne. Das sind Do-it-yourself Zahncremes oder Zahnpasten. Da hast du halt auch auf jeden Fall das Xylit dabei. Das macht einen angenehmen Geschmack. Kannst du noch ein bisschen Minzöl dazu machen und damit putzt du deine Zähne. Ist irre, oder? Was ich demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren werde, ist Do-it-yourself Mundspüllösung. Es gibt auch Studien und interessanterweise sind die Skandinavier schon seit den 70er Jahren ganz weit vorne damit. Die belegen, dass einfach die Kariesreduktion da ist, wenn die Menschen einfach mit Xylit ihren Mund ausspülen. Ist doch irre, oder? Das heißt, ich bin ja schon immer irgendwie intuitiv so ein Verfechter gewesen, die Chemiebombe wegzulassen. Aber jetzt geht so ein bisschen das Kopfkino los, dass man sagt, man spült seinen Mund mit Zuckerähnlichem aus. Da nehme ich mich nicht aus. Das ist auch für mich ein Umdenken. Aber letztendlich ist das ein spannendes Thema, was jeder für sich einfach mal überlegen sollte, recherchieren sollte und vielleicht ausprobieren kann. Es ist nur so, du musst es langfristig machen. Also wir reden jetzt nicht über Tage, sondern täglich, über Wochen und Monate. Einfach dieses Gefühl, ich bin immer beim Zahnarzt und immer findet der was, immer habe ich Karies und ein Loch. Vielleicht ist das ein Ansatz, da etwas in deiner Ernährung umzustellen, dich da mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal eine Do-it-yourself-Zahncreme auszuprobieren. Und ich freue mich jetzt schon auf die bestimmt spannende Diskussion unter diesem Video. Schreib mir gerne mal, was du zu diesem Thema denkst, ob du Erfahrungen hast. Würde mich echt mal interessieren, was du da schon getestet hast. Mein nächstes Thema, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, sind Zahnkristalle, so eine Art größere Bonbons, die du über mehrere Minuten einfach lutschen kannst, damit die Wirkung einfach noch länger ist. Das soll es gewesen sein. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr ungewöhnliche Thema. Bis dahin, bleib gesund. Ciao.